Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein absolutes Wunschrezept. Ich glaube, die meisten von euch haben schon mal geschrieben, Sally, bitte mach doch mal Donuts. Heute ist es endlich soweit. Ich erfülle euch und Murat den Wunsch und mache heute selbstgemachte Donuts. Dann fühlt er sich so ein bisschen wie Homer Simpson, kann sich dann hinsetzen mit seinem rosanen Donut und kann auf der Baustelle noch alle Handwerker damit versorgen. Donuts bestehen immer aus einem Hefeteig und ich mache heute die klassische Variante, nämlich frittierte Donuts. Ihr könnt natürlich auch welche aus dem Backofen machen, aber ich finde, Backofen-Donuts ist dann eher sowas wie Buchteln, weil es eben nicht, also nicht mit Fett gebacken wird. Daher heute ganz klassisch und ich stelle jetzt erstmal den Hefeteig her. Für den Hefeteig verwende ich einen Würfel Hefe, 2 Esslöffel warmes Wasser, 50 Gramm Zucker, 800 bis 850 Gramm Mehl, 2 Eier und 2 Eigelbe, 350 Milliliter Milch, einen Teelöffel Salz, etwas Vanilleextrakt, 70 Gramm Butter und eine unbehandelte Zitrone. Zuerst machen wir jetzt einen Vorteig, das heißt, ich nehme jetzt die Hefe und brösel sie hier ins warme Wasser. Das bewirkt auch, dass der Teig später ein bisschen schneller aufgeht. Und so könnt ihr auch immer schon die Hefe kontrollieren. Wenn die nämlich gleich schön aufgeht, dann wisst ihr, okay, meine Hefe ist gut und dann kann ich sie eben weiter verarbeiten. So, ein bisschen verrühren mit Zucker. So, jetzt decke ich die Hefemischung schon mal ab und kann in der Zwischenzeit auch schon mal meine Butter ein bisschen erwärmen und die Milch erwärmen, dass die schön lauwarm ist. Und das lasse ich jetzt hier so ungefähr 5 bis 7 Minuten stehen, bis es so kleine Blubberbläschen bildet. Jetzt nehme ich die Hefe, die ist jetzt schön aufgegangen und die kommt jetzt hier in die Küchenmaschine. Ihr könnt den Teig natürlich auch mit der Hand verkneten. So, jetzt die restlichen Zutaten. Und ich nehme jetzt erst immer einen Teil des Mehls und füge dann immer langsam den Rest dazu. Die warme Milch, Eier und Eigelb. Das macht den Teig richtig schön saftig und locker. Für den Extra-Geschmack natürlich Vanilleextrakt. Ich habe es mal ohne gemacht und da hat es echt gefehlt am Geschmack. Ein bisschen Zitronenschale. Nicht zu viel, wirklich nur so eine Prise. Dann den restlichen Zucker, das Salz. Und jetzt erstmal ein bisschen verrühren. Und dann gebe ich nach und nach noch die Butter dazu und das restliche Mehl. Und beim Mehl kann es sein, dass ihr das komplette Mehl benutzt, also 850 Gramm. Es kann aber auch sein, dass ihr nur 820 braucht. Da gucke ich dann gleich und fühle einfach mal. Ich gebe jetzt nach und nach das Mehl dazu und dann lasse ich den Teig erstmal so 5 bis 7 Minuten lang kneten. Und wenn er dann noch ein bisschen klebt, gebe ich noch das restliche Mehl dazu. Jetzt ist der Teig gut. Ich habe jetzt bei mir das komplette Mehl verwendet. Ich hatte nämlich etwas große Eier. Große Eier. Oh, gerade als ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, okay, es hört sich komisch an, aber es ist so. So, jetzt den Teig ein bisschen durchkneten oder zumindest halt so zu einer Kugel formen. Ihr seht, der ist jetzt auch einfach schön geschmeidig, trotzdem schön weich. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass er einfach schön weich wird, damit die Donuts schön luftig werden. Und jetzt einfach die Schüssel nehmen, ein bisschen fetten mit Backtrennspray zum Beispiel. Dann den Teig reinlegen. Bisschen Backtrennspray obendrauf, abdecken und für ungefähr eine Stunde aufgehen lassen. Der Teig ist jetzt richtig schön aufgegangen und jetzt wird er ausgerollt. Jetzt erstmal auf eine Arbeitsplatte geben, am besten zum Beispiel auf eine Silikonmatte. Da braucht man nämlich generell einfach weniger Mehl, weil es nicht anklebt. Jetzt müsst ihr den auch gar nicht mehr so arg bearbeiten oder kneten. Jetzt ein bisschen Mehl drunter. Ein bisschen Mehl drüber. Und jetzt ist wichtig, dass der Teig gleichmäßig ausgerollt wird. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch mit den Hölzern arbeiten, die ich immer oft habe, diese Teighölzer, und könnt den Teig jetzt auf 1 cm Stärke ausrollen. Jetzt ist der Teig schön gleichmäßig ausgerollt. Und jetzt nehme ich ein rundes Ausstechförmchen, tauche es kurz in Mehl, so bleibt es nicht kleben. Und jetzt kann ich hier die Ringe ausstechen.
Und jetzt nehme ich einen kleineren Ausstecher für das Loch in der Mitte und steche jetzt hier die kleinen Kreise aus. Und die tue ich dann meistens eigentlich auch gar nicht mehr zusammenkneten, weil ich da einfach Mini-Berliner oder Mini-Donuts draus mache. Aber ihr könnt die natürlich auch gerne nehmen und dann nochmal zusammenkneten. Jetzt den übrigen Teig hier außenrum einfach wegnehmen, wieder zusammenkneten, das Mehl so ein bisschen abklopfen. Und dann lasse ich den immer noch mal ganz kurz aufgehen, damit er sich wieder entspannt, wieder ausrollen und dann wieder weiter zu Donuts verarbeiten. Und jetzt kommt das Geheimnis. Und zwar nehmt ihr jetzt diese Donut-Teiglinge und legt sie auf ein Stück Backpapier. Und jetzt lasse ich sie ja gleich noch mal aufgehen, noch mal eine halbe Stunde, dann werden sie schön locker. Und oftmals ist es ja so, wenn man dann die Donuts in die Hand nimmt und ins Fett schmeißt, dann gehen sie eben zusammen, weil man einfach zu viel am Teig rummacht. Deswegen einfach diese Backpapierstücke zuschneiden. Da kann ich sie drauf aufgehen lassen und später einfach so ganz vorsichtig ins Fett legen. Und am besten dann einfach direkt auf ein Blech legen, abdecken und für mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Und bei Hefeteig ist immer ganz wichtig, dass in der Küche kein Fenster geöffnet ist, dass kein Luftzug kommt und der Hefeteig nicht wieder zusammenfällt. So, ich weiß, es hat nichts mit dem Backen jetzt zu tun, aber wir haben zwei immer ein Problem. Okay. Pflasterstein in Anthrazit oder hell? Hell. Ehrlich jetzt? Das Haus ist schon so dunkel. Aber die Mauersteine sind hell. Ja, hell. Auch trotzdem hell? Okay. Und dass ihr seht, oder? Es geht um Pflastersteine. Das ist ein Ökopflaster. Oder? Ich hätte schon hell. Ja? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe halt Angst, dass irgendwie so ein Fleck drauf kommt oder sowas, weißt du? Mhm. Ein Ölfleck oder irgendwas, dann geht es nicht mehr raus. Doch, dunkel. Ich mach's hell. Okay, mach's. Das ist wahrscheinlich auch günstiger. Ich kenne mich da nicht aus, aber... Ja. Okay. Eine Menge Mist. Und du bist weg. Hell. Hell. Okay. Jetzt sind die Donuts richtig schön aufgegangen. Und jetzt kann ich hier, ich habe jetzt hier das Fett in der Fritteuse erhitzt. Ihr könnt natürlich auch einen Topf nehmen und wirklich die Hitze reduzieren. Also die Hitze sollte so etwa 150, maximum 160 Grad sein. Nicht zu heiß, sonst verbrennen sie außen zu schnell, werden natürlich richtig dunkel und innen bleiben sie einfach noch roh. Jetzt habe ich hier mein Backpapier und lege es jetzt ganz vorsichtig ins Fett. Ich zeige euch gleich noch eine Methode, die etwas sicherer ist. Backpapier dann rausziehen. Auf keinen Fall ins Fett plumpsen lassen, sonst spritzt euch nämlich das heiße Fett ins Gesicht. Aber am besten ist es sowieso, Moment, ich hol kurz was. Ihr nehmt zum Beispiel einen Schaumlöffel, legt es da hinein, vorsichtig reingleiten lassen und dann mit einer Zange das Backpapier rausnehmen. Und jetzt von beiden Seiten so etwa 2 bis maximal 3 Minuten ausbacken. Und dann am besten mit 2 Kochlöffeln zum Beispiel wenden oder mit 2 Frühstücksmessern. Da zerdrückt man sie nämlich nicht, wie mit einer Zange zum Beispiel. Und dann vorsichtig rausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Ich mache jetzt einen Teil der Donuts mit einer Schokoladenglasur. Dafür nehme ich jetzt Zartbitterkuvertüre. Die habe ich bereits gehackt. Und 2 Drittel davon kommen jetzt auf das warme Wasserbad. Und dann kann ich die Schokolade schmelzen, nehme sie vom Herd herunter und rühre dann das restliche Drittel ein, denn dann hat sie die perfekte Verarbeitungstemperatur. Dann gibt es auch keinen grauen Schleier und die Donuts glänzen richtig schön. So, hier ist jetzt die Kuvertüre schön geschmolzen. Jetzt kommt das restliche Drittel dazu. Und dann auch noch ein bisschen Kokosfett, damit die Kuvertüre richtig schön glänzt. So, Schoko-Version. Ich meine, am schönsten sehen ja die Rosa dann aus mit der Zuckerglasur. Aber ich glaube, Schoko schmeckt mir am besten. Muss ich ausprobieren. Ich muss halt dann alle 3 probieren. Dann kann ich ja erst nur wissen, was mir am besten schmeckt. Am besten nehmt ihr jetzt einen Donut, taucht ihn mit der schönsten Seite, also mit der schönen runden Seite, in die Kuvertüre. Und wenn es schon perfekt ist, müsst ihr nicht mal mehr verstreichen, sondern könnt es einfach direkt hier auf ein Abkühlgitter setzen und entweder mit Krokant oder zum Beispiel Zuckerstreuseln bestreuen. Ich nehme mal Krokant. Oh yes. Ich weiß, wie jetzt alle so
sabbernd vor dem Bildschirm sitzen, ins Handy beißen wollen. Probiert es echt aus. Das ist, wenn ihr diese einfachen Tipps beachtet, dann werden die echt super luftig und richtig schön. Guck mal, ihr seht ja auch hier schon den Unterschied. Ich habe jetzt hier die schönen, luftigen Donuts. Und hier habe ich die etwas flacheren. Die habe ich einfach zu wenig aufgehen lassen. Ich wollte einfach gestern Abend schnell Feierabend machen, habe sie schnell in den Gefrierschrank gesteckt. Und wenn man die einfach länger aufgehen lässt, werden die so. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich muss einen mit Zimtzucker probieren, einen mit Schokolade und Krokant, einen mit Schokolade und Zucker und einen mit Zitronen- und Puderzuckerguss. Lecker. Und hier mache ich jetzt noch Zimtzucker, also Zucker und Zimt vermischen. Die Version hat sich der Günni gewünscht, so kennt er sie nämlich aus früheren Zeiten. Günni, du kriegst jetzt einen Donut. Komm. Und dann kann ich auch sagen, ob er so schmeckt wie früher. Ich nehme jetzt einen, der nicht so heiß ist, okay? Aber heiß haft der Zucker halt besser. Ja, so aus. Dann gucken wir, ob der Donut den Günni-Test besteht. Sollen wir noch kurz warten, bevor du dich verbrennst? Stark heiß. So 150 Grad. Ich glaube, wenn reinweiß, ist er vielleicht heiß. Ja, das ist heiß. Ja, komm, warte noch ganz kurz. Warte. Eine Minute. Aber ich zeige schon mal in der Zwischenzeit vielleicht, was ich noch gemacht habe. Und zwar habe ich die Teiglinge einfach eingefroren. Hier auf so einem Tortenretter. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr Donuts macht, einfach alles schön vorbereiten. Die habe ich jetzt nicht so lange aufgehen lassen, aber am besten nach der Aufgehzeit so einfrieren. Und wenn sie dann gefroren sind, könnt ihr sie dann nämlich schön verpacken, luftdicht verschließen und im Gefrierfach lagern und dann einfach gefroren in die Fritteuse geben. Dann habt ihr immer Donuts auf Reserve. Und? Klasse. Ja. Noch ein bisschen mehr abkühlen lassen, aber klasse. Mm. Oh, sind die schön luftig. Brav. Und woher kennst du die? Von früher, von meiner Kindheit, da waren wir bei der Amerikaner in so einem Depot in der Kantine. Und dann gab es auch schon Mikrowelle damals bei denen. Da haben wir die warm gemacht, auch als Kinder schon. Cool. Klasse. Kindheitsgefühle beim Günni. Mhm. Also für dich mache ich Zimtzucker. Ich bin ja noch so jung. Ja, du bist ja noch, das war ja erst vor 10 Jahren. Danke. So. Ciao. Und ich zeige euch jetzt noch die Version mit Zitronen-Puderzucker-Glasuren. So wie Homer Simpson. Für den Zitronenguss verwende ich Puderzucker, Wasser, ein bisschen Zitronensaft. Hier habe ich Lebensmittelfarbpaste, Vanilleextrakt und zum Dekorieren natürlich auch Zuckerstreusel. Das nehme ich hier auch. Einfach ein bisschen Zitronensaft. Und je nachdem, ob ihr es gerne säuerlicher mögt oder nicht so, nehmt ihr jetzt ein bisschen mehr oder weniger und müsst dann eben einfach mit dem Wasser ausgleichen. Und der Guss, der soll einfach schön dickflüssig werden. Ich gebe jetzt noch Vanille rein. Gibt einen tollen Geschmack. Ihr könntet auch einen Guss mit Zimt machen. Aber das ist schon halt so braun. Deswegen lasse ich das jetzt hier weg. Bisschen Lebensmittelfarbpaste. Und verrühren. So ist der Guss noch ein bisschen zu flüssig. Also ein klein wenig Puderzucker. Ich schreibe es euch aber exakt abgemessen auf dem Block. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Donuts abgekühlt sind. Also wenn die zu heiß sind, dann läuft euch die Glasur runter, da läuft auch die Schokolade runter. Deswegen die Donuts schön abkühlen lassen. Danach dekorieren. Und jetzt auch einfach reintauchen. Bisschen abtropfen lassen und dann dekorieren. Herzlich willkommen zu Sally's Donuts. Heute haben wir im Angebot Schokodonuts, Zuckerdonuts und Zimtdonuts. Und jetzt können die Gäste kommen und kostenlos ihren Donut abholen. Okay, der Laden ist eröffnet. Also ich finde, die sehen doch cool aus, oder? Können wir fast einen Donutladen eröffnen. So, und jetzt müsst ihr aber auch alle ehrlich sein, gell? Alle ehrlich sein. Und wenn es nicht schmeckt, dann sagt's auch. Andrea isst normalerweise gar keine Donuts, aha. Kommt, kommt. Nehmen, nehmen, nichts schämen. Ja, kommt ihr auch? Also ein paar von den Rosalen sind von gestern Abend wegen den Fotos. Falls die trocken sind, liegt es nicht an mir. Welcher ist am besten? Schoko.
so gut. Oder die mit Zimt sind auch gut. Oh. Ja, nimm gleich. Ich nehme auch. Ich hatte ja schon einen mit Zimt. Hm? Also ich finde die von Dunkin' Donuts fand ich besser jetzt. Was? Du fandst die bei Dunkin' Donuts trocken. Achso, stimmt, ja. Nur weil sie keine Füllung haben. Das ja. Und wenn ihr wollt, können wir mal welche mit Füllung machen. Wie sind sie? Super lecker. Cool. Mhm. Mega. Die kommen nicht essen, die fahren weg. Hm, gut? Mhm. Sehr gut. Und wie gesagt, mit dem Einfriertipp klappt wunderbar. Einfach schön aufgehen lassen. Oh, es hat geklingelt, wir kriegen noch Gäste. Macht jemand kurz die Tür auf? Ja. Einfriertipp hat auch geklappt. Das heißt, ihr könnt sie auch wunderbar einfrieren und dann bei Bedarf einfach frittieren. Und das Rezept gibt es zum Nachlesen auf sellys-blog.de. Es ist ja nicht so, dass keiner da ist, oder? Ich denke mal, wer soll das alles essen und dann klingelt und dann kommt noch jemand. Ah, und hier sind übrigens diese fertigen Bällchen. Die sind nämlich auch richtig cool mit Zimtzucker. Okay. Oh, war das die Post? Ja. Ah, der hätte einen Donut haben können. Naja. Tschüss. Mhm. Hm? Jetzt gehen wir ins Fitnessstudio. Wer ist dabei? Sehr gut. Ja. Du mischst auch, sie haben. Okay. Hm? Magst noch? Nimm dir. Ja. Sind die auch frittiert, oder? Hm? Sind die frittiert? Ja, ja, aber das, die Kalorien verbrennen im Fett. Also, macht's gut. Ab 160. Macht's gut, macht's besser. Und besucht uns in unserem Donutladen in Waghäusel. Ja. Der Murat macht jetzt Donuts. Ja, machen wir so. Jetzt kriegst du sie auch hin. Ja, tschüss. Tschüss. We'll be right back.